Ja Leute, und willkommen zurück zu Little Nightmares. Das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Und ja, jetzt ist wieder Rennen angesagt. Oh, diesmal geschafft. Okay. Lauf Six, lauf. Okay. Ah, das Holz. Muss weggemacht werden. Okay, da liegt ein Spiegel, den nehmen wir uns doch. Und zurück. Okay, da ist die Frau, Freunde. Jetzt geht's ab. Letzter Fight hier. Nimm das! Wo jetzt da? Das. Jetzt hier. Okay. Was geht hier ab? Zack, besiegt. Oh shit, Six hat schon wieder Hunger. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh my god. Shit. God, okay.
was für Scheiße. Ich bin echt überwältigend von dem ganzen Spiel. Ja. Wir kommen raus. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Trophäe erhalten, die Räume der Herren. Okay. Na, da sind wieder diese kleinen Wichtel. Oder halt nur einer. Freunde, das war's. Boah. Mein Fazit, das werde ich auch noch später in meiner Review sagen. Boah. Mein Fazit zu dem Spiel ist, das Spiel hat echt Laune gemacht, Freunde. Ja, obwohl es so kurz ist, hat es mir richtig Spaß gemacht. Und ja, Freunde, falls euch das Let's Play gefallen hat und ihr jetzt selbst Bock auf das Spiel habt, ja, gebt dem Entwicklerstudio eine Chance und holt euch das Spiel und zockt es, Freunde. Ja. Ist echt ein cooles Spiel von den Entwicklern von Tarsia Studios. Also Bandai Namco und Tarsia Studios. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer dass mir das Spiel echt richtig gut gefallen hat. Und ja, ich würde mir wünschen einen zweiten Teil von Little Nightmares. Und ja, Freunde, das war's mit dem Let's Play. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Oder vielleicht, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, zum Let's Play von Crash Bandicoot, Freunde. Ja. Haut rein. Soccerboy, Game Over. Ciao.